Helmhol abgedreht habe. Und jetzt wird es wieder an der Zeit. Ja, und es liegt aber auch daran, weil ich ja umgezogen bin und mein DM ist jetzt etwas weiter weg von mir und deshalb komme ich jetzt nicht mehr so oft an DM vorbei wie damals. Und deshalb gibt es jetzt halt auch weniger DM-Holz. Aber was bei mir auch jetzt so in der Nähe ist, ist natürlich auch Drogerie Müller. Da liebe ich es auch, shoppen zu gehen. Aber heute geht es nämlich um DM. Da war ich nämlich, aber jetzt nicht bei mir in der City, sondern in einer anderen City war ich da. Spontan. Und da habe ich einige tolle Sachen gefunden, die ich dir gerne zeigen möchte. Und da ich ja mal wieder ist einfach so keine Tasche dabei hatte, musste ich mir wieder eine kaufen, wie immer, obwohl ich zu Hause so viele Taschen habe. Ja, einfach eine Stofftasche habe ich geholt. Ich glaube, in der Kamera kommt es gar nicht so rüber, als wäre es rosa. Aber die ist rosa, ja. Und zwar, vor ein paar Wochen kam nämlich eine tolle Limited Edition raus. Die wollte ich mir eigentlich bestellen online. Aber da ich ja gesehen habe, egal welche Mindestbestellwert man da bestellt, muss man trotzdem Porto zahlen. Und ich habe es nicht eingesehen und deswegen habe ich es gelassen. Und deshalb freue ich mich, dass ich die jetzt auch im Laden dann trotzdem gefunden habe, weil die ja schon etwas älter ist. Ein Shampoo, ein Intim. Als erstes hätten wir einen Shampoo. Intensiv Pflege. Und das ist die Duftrichtung Vanille mit Mandelöl. Ja, leicht kämmende Formel ohne Silikone für beanspruchtes und beschädigtes Haar. Da es ja noch derzeit noch so Winter ist, neige ich wirklich zu geschädigtem Haar. Und es nervt mich total. Und da ja mein Shampoo alle war, wollte ich mir was anderes wieder nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, anstatt immer so viel Geld rauszuschmeißen für teure Shampoos, probier es einfach mal mit dem billigeren. Es gab einige Balea-Shampoos, die fand ich gut und einige wiederum nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier ist. Vor allem, Leute, der Duft. Wow, Vanille. Das riecht so hammergeil. Das riecht wie Vanillepudding. Wenn ihr das schon gegessen habt. Ja, so Vanillejoghurtpudding mit Sahne. Lecker. Schade, kann ich nicht mit dir den Geruchstest machen, aber boah, das riecht mega, 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 mega. Ja, und dazu passend habe ich mir gekauft. Weil ich finde Spülung einfach besser. Es pflegt dann dadurch noch mehr die Haare. Ohne Spülung ist es wirklich nicht so gut. Deshalb habe ich mir auch eine Spülung, besser gesagt die passende Spülung, gekauft. So süß aus.
gesagt, aus der gleichen Limited Edition, ein Duschpeeling. Ein Duschpeeling wollte ich einfach auch mal testen. Hin und wieder mal verwende ich auch einen Körperpeeling. Das mache ich natürlich nicht so oft machen, aber ich mache das so circa einmal die Woche. Ja.
ist so eine Review, in dem ich einfach diese Sachen teste und dann euch berichte, wie sie sind. Lasst euch doch gerne wissen. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, auch so eine Review. Ja.
sowas von gut. Boah, das riecht so gut, wirklich. Ja, Verpackungen sind auch wie immer süß aus, ne? Warst du auch zuletzt zu DM oder eben?